Der schleswig-holsteinische Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz besuchte heute Büchen, um sich ein Bild von der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes zu machen. Rund 2 Millionen Euro flossen bisher in den Umbau. 8 weitere sollen folgen. Das Land beteiligt sich mit rund 5 Millionen Euro an den Baumaßnahmen, die derzeit in vollem Gange sind. Buchholz zeigte sich beeindruckt von den Maßnahmen. Eine weitere Station war der Besuch der Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal, die seit 27 Jahren einseitig gesperrt ist. Der Minister machte klar, dass er den Bund in der Verantwortung sehe, dort tätig zu werden. Am Montag soll daher ein Treffen mit dem parlamentarischen Staatssekretär Ina Querlemann Klarheit bringen. Vor 2 Jahren haben die Büchner 25 Jahre einseitige Sperrung gefeiert, in der Hoffnung auf eine baldige Lösung. Mensch, ist das wahr? Nun ist es allerdings auch Sache des Bundes zu sagen, wie das ausgeht. Ist jetzt klar, dass jetzt der Ball im Feld des Bundes liegt, auch finanziell. Dass sie notwendig ist, weil sie bis zur nächsten Ecke nach Lauenburg und nach Mölnhoch einfach hier auch nicht Währung brauchen, gar keine Frage. Was mich ein bisschen beruhigt zurzeit, ist die Tatsache, dass auch wenn man drüber fährt und das ein bisschen holpert, diese Brücke wird jedes Jahr vom LBV getestet und sie wird jedes Jahr nachgemessen. Und es zeigt sich in den letzten Jahren keinerlei Verschlechterung des Tragfähigkeitszustandes. Die Einseitigkeit ist ja schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass man sehr frühzeitig eine Brücke konzipiert hat, die für Traglasten der Art, wie man sie heute da drüber fahren hat, einfach nicht konzipiert hatte und deshalb ist sie nur einspurig befahrbar. Heißt, da verschlechtert sich im Zustand nichts und wir sind jetzt in der Situation zu sagen, okay, nun in der Tat muss der Bund bitte schön sagen, in welcher Art und Weise, in welchem zeitlichen Rahmen und wie er was machen will, weil ansonsten wir natürlich auch wieder neu nachdenken müssen, was wir ansonsten täten, wenn der Bund hier gar nichts tut.